Hallo, so schön, dass du wieder bei der Thinkspiration dabei bist. Heute mit meinem kleinen Assistenten. Das habe ich momentan noch in meinem neuen türkischen Zuhause. Gibt es noch kein Klavier, deshalb nehmen wir mit diesem wunderbaren kleinen Werkzeug hier vorlieb. Und es wird uns begleiten bei diesem wundervollen Song I am filled. I am filled with joy. Es ist eigentlich auch schon der ganze Text. I am filled with joy, my heart is filled with joy. Und du darfst einfach diese überbordende Freude in dir fühlen, während wir das viele Wiederholungen hintereinander gemeinsam singen. Du darfst dich einfach in diesen Flow hineinbegeben und die Energie genießen, aufsaugen, in dir vermehren. Du findest den Text in der Videobeschreibung und jetzt darfst du einfach erstmal zuhören. I am filled, my heart is filled with joy. I am filled, my heart is filled with joy. I am filled, my heart is filled with joy. I am filled, my heart is filled with joy. Das war's schon. I am filled, my heart is filled with joy. I am filled, my heart is filled with joy. Kurze Pause, kurz möchte ich etwas sagen und dann gehen wir nochmal in eine Runde hinein, wo wir einfach gemeinsam dieses wunderbare Lied feiern, diese Freude, diese innere Freude feiern. Ja, es gibt jetzt hier vielleicht Stellen in diesem Lied, die dir schwerfallen zu singen, zum Beispiel With Joy, ja, diesen Sprung nach oben. Und wenn es einfach solche, sag ich mal, technischen Schwierigkeiten gibt mit deiner Stimme, dann lohnt sich das
unwahrscheinlich, darauf zu schauen und zu gucken, wo kommen die her und wie kann ich sie loslassen? Womit in mir ist es auch verbunden, diese Blockade? Was steckt da noch dahinter? Also wirklich tief hineinzuschauen, nicht nur an der Oberfläche versuchen, es gut zu machen oder es halt irgendwie hinzubekommen, sondern wirklich an der Tiefe dieses Thema zu packen und hier in die Auflösung zu kommen. Und das machen wir natürlich gemeinsam, wenn du zu mir ins Mentoring kommst, weil es ist mir ein Herzensanliegen, dir diese Zusammenhänge aufzuzeigen, die du in deiner Stimme sehen, hören, fühlen kannst. Diese kleinen Blockaden, oder vielleicht sind es auch größere Blockaden. Und wenn du diese auflöst, wie sich auch in deinem gesamten Leben eine Veränderung eröffnet. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es tatsächlich so ist, dass diese Bereiche so unmittelbar miteinander verbunden sind und dass es gar nicht voneinander zu trennen ist. Und wenn ich tief über mich etwas verstehe, dann zieht sich das durch alle Bereiche in meinem Leben. Es macht dann nicht beim Singen Halt oder beim Kochen oder beim Tanzen oder in meinen Beziehungen, sondern es ist ein allgemeines Thema. Und wenn es für dich eine Leidenschaft ist, mit deiner Stimme umzugehen, oder wenn dich das tiefer interessiert und du das Gefühl hast, da steckt was für dich drin, da möchte sich etwas befreien in dir. Weil ganz oft ist es so, dass die Menschen, die zu mir kommen, die möchten irgendwie singen, aber letzten Endes der unbewusste Teil, der dich dorthin führt, dass du zum Singen kommen möchtest, hat etwas damit zu tun, dass du dich befreien möchtest. Singen und Befreien liegen ganz, ganz eng beieinander. Ja, dann lass uns jetzt nochmal einsteigen. Und wenn du diese Schwierigkeiten spürst, melde dich doch gerne bei mir. In der Videobeschreibung findest du den Link für deine Anmeldung, für deine Bewerbung. Und ich freue mich auf dich, bin gespannt. Und jetzt geht's weiter. Wir genießen den Flow und die innere Freude. I am filled.
Ich hoffe, dass meine kleinen Verzierungen dich nicht rausgebracht haben. Es geht manchmal so die Freude mit mir durch. Vielleicht lässt du dich ja einfach davon anstecken und spulst noch mal ein bisschen nach vorne und spielst einfach selber mit, bist ganz frei mit dir und deiner Stimme. Alles Liebe!